wunderschönen guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Es ist Auftakt zum Mammutmarsch. Wir haben den 17. Februar 2024 und Start ist diesmal in Leipzig. Bin ja auf der Rennbahn Scheibenholz und es geht für mich in einer Viertelstunde los. Ich bin in der zweiten Startgruppe, starte also um 7. Es ist noch ein bisschen dunkel, aber man sieht schon, das wird heute vielleicht sogar ein bisschen Sonne geben. Manni ist schon ganz aufgeregt, der will endlich lostrampeln und deswegen werde ich mich gleich mal da hinten zum Startbereich einfinden. Eingecheckt bin ich ja schon und wenn ihr euch mal den Himmel anguckt, das verspricht einiges heute an schönem Wetter. Die Sonne geht auf, das wird bestimmt eine tolle Wanderung. Es gibt ja drei Strecken hier, 30, 42 und 55 Kilometer. Ich mache heute mal die 55 Kilometer mit, damit Manni auch auf seine Kilometer kommt. In dem Sinne, begleitet mich, wenn ihr Lust habt und schaut euch das Video schön an. Das wird toll. Herzlich willkommen. Ja. So, Mammutmarsch Leipzig 20, 24, 23. Und dann geht's los für euch auf den ersten Kilometer als Mammutmarsch Leipzig. 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß euch und bis gleich. Gut 10 Kilometern
haben wir jetzt den Norden dieser Tour abgehakt. Jetzt geht es in den Süden, zu den Seen. Das wird schön. Ein paar Wolken sind aufgezogen. Dahin ist ganz schön dunkel. Mal sehen, was das wird. Naja, Kopf hoch. Das Feld hat sich schon ganz schön auseinandergezogen. Man muss ja ein bisschen auf die Pfeile achten, dass man auch richtig läuft. Hallöchen. Eine Banane kann ich nehmen? Ja, oder? Dürfen Sie natürlich. Schön. Ein Gürkchen würde ich auch noch. Also Gewürz. Gewürz. Wunderbar. Bitte schön. Dankeschön.
20 Kilometer sind geschafft. Vorhin wurde es mal ein bisschen voll auf dem Damm, weil alle drei Strecken dort zusammentrafen. Also die 30, die 42 und die 55 Kilometer. Jetzt hier in diesem Abschnitt sind nur noch die Marathon-Distanz und die 55 Kilometer mit dabei. Ist also ein bisschen voller geworden, aber ist trotzdem noch schön verteilt. Die Temperatur ist gerade sehr angenehm. Bisschen feuchte Luft, es regnet aber nicht. Und dann kann man schön wandern. Warte, ich komme auf deine Seite. Na, da ist er, Enno Outdoor. Na, grüß dich mal. Mensch. Oh, scheiße. Ich habe schon eine ganze Zeit gewartet und gedacht, ja. Heute nicht dabei. Wo bist du gestartet? Erste? Ja, du? Zweite. Ah, ne. Ich habe dich eingeholt. Ich bin so langsam. Aber er ist ja Vater geworden, er darf ja, das. Die sind auch hier dabei. Da hinten kommen sie. Alles gut? Ja. Wo sind sie denn? Da. Heute ohne Bibi-Bauch. Ja. Und wo ist... Hinten im Rucksack. Hinten im Rucksack. Da ist ja die junge Mutti. Hallo. Schön. Schön euch zu sehen hier. Wunderbar. Wie geht's? Geht's gut? Mir geht's gut, ja. Alles gut. Anstrengend mit Baby, aber ja, uns geht's gut. Sind etwas über 30 Kilometer und es macht immer noch Spaß. So, mal hier die Stimmung einfangen. Hi. Läuft? Es läuft. Ja. Läuft, sagt die Uwe da. Viel Asphalt gerade, aber naja. Wir sind gleich am nächsten Verlegungspunkt. Das motiviert. Das ist geil. Ja. Thank you.
Wahrscheinlich sitzt er auf, ja. Ist die Frage, ob wir es überhaupt schaffen. Der Mammut, ja? Eben, Mammut. Alle. Wir brauchen noch ein paar. Vielleicht. Ob weiß. Ja, das wird. Das wird wohl noch mitziehen. Okay. Viel Erfolg. Kilometer sind geschafft. Juhu! Ja, am dritten Verpflegungspunkt habe ich mich dann von den Mädels und von Enno getrennt. Es dauerte mir dann doch ein bisschen zu lange. Ich wurde schon ein bisschen kalt. Ich wollte in Bewegung bleiben und bin dann einfach weitergegangen. Ja. Wetter spielt soweit mit. Noch kein Tröpfchen runtergekommen. Super! Und jetzt sind es eben nur noch 15 Kilometer. Das werde ich auch noch schaffen. So, hier geht es jetzt gleich nach unten. Denn hier ist ein kleines Wehr. Das zeige ich euch noch. So, nach 46 Kilometern ist das Völkerschlacht-Denkmal erreicht. Wie immer ein toller Anblick. Wenn man direkt unten davor steht, ist das schon der Wahnsinn. Es wirkt natürlich, je weiter man davon weggeht. Da ist es in voller Pracht. Sehr schön. Ja, das ganze Areal ist toll.
weiter geht's. Kilometer. Puh, es war anstrengend jetzt. Ich habe seit den letzten 10 Kilometern Krämpfe im Bauch und Blähungen ohne Ende. Das ist nicht schön und freue mich, wenn ich hier mal ein Stück allein unterwegs bin, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, und die letzten 5 Kilometer schaffe ich auch noch. Alles gut, soweit. Keine Blase. Nix. Läuft. Interessanter Baum. Na, sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Nee. Ja, alte, vom Ende, da kann man ja auch mal alte Knie leiden. Ach so, okay. Na dann drücke ich die Daumen. Ja, die 4 Kilometer schaffen wir. Ja, denke ich auch. Das schaffen wir. So weit gekommen, wir geben jetzt nicht mehr auf. Ja. Zwei sind es noch. 2 Kilometer bis ins Ziel. Jetzt muss hier natürlich noch mal Matsch kommen, damit man sich die Füße, die Schuhe noch mal schön einsaut und dass es noch mal schön beschwerlich wird. Dankeschön. Nein, alles gut. Es war anstrengend wegen den Matschwegen. Die auszeichnenden Wege hat super gepasst. Hat sich, denke ich mal, keiner verlaufen oder wenige, wenn dann. Ja, jetzt geht's in die Stadt, raus aus dem Wald. Puh, ich werde es wohl. Ich habe jetzt noch 20 Minuten bis zu den 9 Stunden für 2 Kilometer. Na, mal sehen, ob ich es hinbekomme. Danke fürs Anschauen des Videos. Vielleicht fand ihr das gut. Dann gebt mir ein Like. Ja. Puh. Kommt die Anstrengung langsam durch. Hat geschlafen. Ich melde mich vom Ziel. Hallo! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Super gemacht! Danke! Bitte! Hier gibt es wohl noch mehr! Ach so, ja! Das Bändchen! Herzlichen Dankeschön. Glückwunsch! Ja, toll! Danke! Spaß noch! Ja.